Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und herzlich willkommen zu einem neuen 5-Ideen-Video. Genau, heute gibt es 5 Ideen für die beste Freundin, kleine Geschenkideen, mit denen man die beste Freundin einfach mal überraschen kann oder vielleicht auch zum Geburtstag schenken kann oder vielleicht auch der Mama, der Oma. Einfach süße kleine Überraschungen. Also für jeden, dem man eine kleine Freude machen möchte. Und los geht's mit Idee Nummer 1. Los geht's direkt mit einer Origami- und Fotoidee. Ich habe hier eins der Fotos von Karneval mit Kathi und mir. Und ihr seht ein großes Stück Pappe. Das ist doppelt so breit wie das Foto. Das Blatt Pappe hier ist quadratisch, das Foto rechteckig, aber es kommt bei dem Foto auf die längere Seite an, beziehungsweise die Seite, die nachher unten sein soll. Bei mir sind das 15 cm und das Blatt Pappe hier, das quadratische, ist 30 x 30 cm groß. Passt also perfekt und auch die Farbe ist super cool. Ich starte damit, dass ich das Blatt einmal halbiere. Also Seite auf Seite. Gut zudrücken. Und dann einmal wieder öffnen. Jetzt falte ich die beiden Seiten zur Mitte. Drehen. Und die andere Seite zur Mitte. Dann seht ihr, das Ganze ist ziemlich schmal geworden. Ich falte jetzt die beiden schmalen Seiten einmal aufeinander. Aber ganz vorsichtig, ich mache den Knick nur, um mir einmal die Mitte hier zu markieren. Hier einmal runterdrücken und dort habe ich jetzt eine kleine Markierung. Alles einmal öffnen und jetzt schlage ich beide Seiten bis zu der Markierung nach innen. Und komplett wieder öffnen und einmal umdrehen. Jetzt falte ich die Seite, die am nächsten bei mir liegt, einmal nach oben. Und zwar so weit bis zur nächsten Knicklinie. Festdrücken. Und das Blatt wieder umdrehen. Anschließend schließe ich das Blatt wieder. Und rolle es jetzt sozusagen auf. Das heißt, ich klappe hier einmal den vorderen Teil hoch und lasse jetzt den Rest von oben runterkommen. Hier oben entsteht einmal eine Spitze. Und hier schließt sich das Ganze. Einfach rosa in diesem Fall in weiß geben. Von der Seite hat der Pappaufsteller jetzt die Form eines Dreiecks. Ringsherum ist er pink und nach vorne hin weiß. Das Foto passt genau hinein. Und den vorderen Bereich hier kann ich jetzt natürlich noch weiter dekorieren. Und bei uns kommt natürlich wieder Washi-Tape dazu. Ich habe hier einmal das mit den Einhörnern und noch richtig niedliches geblümtes. Zusätzlich habe ich hier noch diese coole Büroklammer entdeckt mit dem Hashtag. Den gebe ich hier vorne einmal direkt auf. Und auf das Glitzerklebeband hier kommen gleich ein paar Buchstaben. Direkt hinter den Hashtag. Hier kommen auch schon die Buchstaben. Und natürlich dürfen die Einhörner auch nicht fehlen. Und fertig ist der selbstgemachte und richtig cool dekorierte Bilderaufsteller. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und weiter geht's mit der nächsten Idee.
Ich zeige euch, wie man ganz einfach ein Lesezeichen für die beste Freundin selber machen kann. Dafür habe ich ein Schleifenband. Ich habe hier so ein besonderes mit Schmetterlingen. Das benutze ich in letzter Zeit total gerne. Einfach schön frühlingshaft, wie ich finde. Dann habe ich einen schönen, besonderen Knopf. Der passt dazu hervorragend. Ich habe zwei so Metallteile, das sind so Abschlüsse für ein Armband oder eine Schockerhalskette, die man selber machen möchte. Kann man so im Bastelladen kaufen. Ich habe ein Loomband, ein einzelnes pinkes Loomband und ein Stückchen von einem Baumwollfaden. So, als erstes brauche ich ein Stückchen von dem Schleifenband und das lege ich immer so um ein Buch rum, für das meine Freundin hoffentlich das Lesezeichen verwenden möchte. Das schneide ich dann hier ab und ihr habt gesehen, ich habe hier so eine kleine Lücke in der Mitte gelassen. An das eine Ende kommt der eine Verschluss und den muss man einfach mit ganz viel Kraft zusammendrücken, am besten auch mit einer Zange oder so noch mal ein bisschen zudrücken, bis es hier richtig schön fest ist. Und das andere befestige ich an der anderen Seite von meinem Schleifenband. An der einen Seite wird jetzt mit dem Faden der Knopf befestigt und an der anderen Seite, da befestige ich gleich das Loomband. Ich habe den Faden jetzt einfach hier durch den Knopf durchgefädelt und hier an der Schlaufe festgeknotet. Die Reste kann ich abschneiden. Und an der anderen Seite, da gehe ich einmal hier mit dem Loomband durch. Ist ein bisschen Fummelarbeit. Und dann ziehe ich das Ganze hier so durch die eine Seite wieder durch, also dass so eine Schlaufe hier entsteht. So, und jetzt kann es auch schon losgehen. Ihr nehmt die Seite, die ihr euch merken möchtet. Und vorne auf der Vorderseite verbindet ihr jetzt den Knopf mit dem Gummiband. Sieht super schön aus von vorne. Und man findet ganz einfach und ganz schnell die passende Seite. Also ich habe es jetzt ja direkt hier vorne rum gemacht, aber man kann das natürlich auch hier irgendwo durchmachen und dann hat man direkt immer die passende Seite. Und das funktioniert natürlich auch bei jedem beliebigen anderen Buch der gleichen Größe. Wenn es ein bisschen kleiner ist, dann ist es vielleicht ein bisschen locker. Oder wenn es ein Riesenbuch ist, wird es hier etwas stramm. Aber ihr könnt euch ja an so einem ganz klassischen, normalen Buch orientieren. Vielleicht wisst ihr auch, was eure beste Freundin gerne liest und habt das direkt schon beim Basteln ein bisschen mit im Auge. Und so hat man schnell und einfach ein schönes Lesezeichen fertig. Das kann in allen möglichen Farben oder Variationen sein. Und wenn ihr diese Metallteile nicht habt, das ist auch nicht schlimm. Ihr könnt natürlich auch an der einen Seite das Gummiband annähen und an der anderen Seite den Knopf annähen. Ja, viel Spaß beim Nachmachen! Als nächste Idee zeige ich euch ein super einfaches selbstgemachtes Armband. Dafür habe ich hier verschiedene Perlen. Einmal Türkise, das ist ja so Katis und meine gemeinsame Lieblingsfarbe. Dann kleine Mini-Herzchen in total niedlichem Rosa und Buchstabenperlen BFF. Und ihr seht hier auch ein vierblättriges Kleeblatt. Das ist mit so einem Verschluss direkt, also das lässt sich direkt einhaken. Dann habe ich hier natürlich meine Schere. Und elastisches Band. Das ist total praktisch, um Armbänder zu machen. Ihr seht, es zieht sich zusammen, es lässt sich schön ausdehnen und das kann man dann einfach so übers Handgelenk drüber rollen und das Armband sitzt direkt. Hier in meiner Hand habe ich noch eine Sicherheitsnadel und mit der starte ich auch direkt. Ich binde nämlich als erstes einmal das Band hier um die Nadel drumherum, einfach mit einem ganz einfachen Knoten. Das hat den Hintergrund, wenn ich nämlich jetzt die Perlchen auffädle, haben die hier einen Stopp und rollen nicht einfach ab. Um die Größe herauszufinden, wickle ich es mir jetzt einmal ums Handgelenk. Natürlich nicht zu wenig nehmen. Ihr braucht immer noch ein bisschen Platz, um das Ganze natürlich auch zuzuknoten. Und so ist es bei mir ganz gut. Und los geht's mit den Perlchen. Die kann ich hier jetzt ganz einfach drauf schieben. Der größte Teil des Armbands
wird türkis mit den kleinen Perlen hier. Und dann kommt ein Abschnitt in rosa und dort kommen die Buchstaben in die Mitte. Die Hälfte der türkisen Perlen ist jetzt schon aufgefädelt und weiter geht's mit den Herzchen. Dann die Buchstaben. Und wieder Herzchen. Und der Rest der Perlen. Dann sind auch die letzten Perlen aufgefädelt und ich knote jetzt beide Enden zusammen. Da natürlich ganz vorsichtig sein, damit sie nicht abrollen. Und richtig gut festziehen. Die Reste werden dann gekürzt. Und den Anhänger kann ich jetzt natürlich einfach noch an einer beliebigen Stelle einhaken. Und dafür habe ich mir hier jetzt einmal den Verschlusspunkt ausgesucht. Und so niedlich sieht das Armband dann vollständig aus. Die nächste Idee hat etwas mit Süßigkeiten zu tun. Ich werde eine kleine Ananas-Aufbewahrung basteln mit Süßigkeiten drin. Hier in meinem Fall sind das Center Shock, aber ihr könnt da natürlich alle möglichen Süßigkeiten reintun. Ich habe ein Inneres von einem Riesenüberraschungsei. Da passen natürlich dann ein paar mehr Süßigkeiten rein. Aber ihr könnt das natürlich auch mit so einem kleinen Überraschungsei machen. Außerdem habe ich Moosgummi in grün, eine Schere, einen Permanentmarker und eine Heißklebepistole. In dem Überraschungsei verstaut ihr erstmal Süßigkeiten. Wenn es ein kleines Überraschungsei ist, passen da vielleicht eher ganz kleine Bonbons rein oder hier bei mir, da passt schon alles Mögliche rein. Ich packe jetzt die Center Shock rein, aber man kann natürlich auch kleine Schokoladenriegel oder vielleicht ein paar Traubenzucker oder was sonst eure Freundin so gerne isst. Das Ganze verschließe ich schon mal. Und jetzt kommt hier oben das Grün von der Ananas drauf. Dafür schneide ich das Ganze einfach einmal auseinander und hier oben schneide ich Zacken rein. Die Zacken können ruhig ein bisschen unregelmäßig sein. Und das gleiche mache ich mit dem anderen Streifen auch noch. So, die beiden Streifen klebe ich jetzt schon mal ein bisschen zusammen. Ihr könnt natürlich auch einfach einen etwas längeren Streifen nehmen. Und jetzt trage ich hier innen einmal Heißkleber auf, entlang. So. Und jetzt wird gerollt. Dabei bitte vorsichtig sein, dass ihr euch die Finger nicht verbrennt. Das Ganze kurz aushärten lassen. Und wenn das jetzt schön fest ist hier, dann kommt hier oben nochmal ein Klecks Heißklebe drauf und da kommt dann unsere grüne Krone rein. Ich glaube, man kann schon erkennen, dass es eine Ananas sein soll und meine Ananas, die bekommt jetzt noch Augen und zwar so im Kawaii-Look. Dafür male ich einfach zwei runde Kreise. Vielleicht noch so eine kleine Stelle, die hell bleibt und den Rest male ich aus. Wenig später ist das niedliche Gesicht fertig und ich habe noch viel Spaß dazu geschrieben. Ihr könnt natürlich noch eine liebe Nachricht mit draufschreiben oder vielleicht auch noch den Namen mit draufschreiben. Vielleicht wollt ihr auch mehrere Ananas verschenken für verschiedene Freundinnen. Dann bekommt jede Ananas vielleicht noch irgendwo ein kleines individuelles Erkennungsmerkmal. Und so einfach hat man dann eine Aufbewahrung für die Lieblingssüßigkeiten fertig. Und als fünfte Idee zeige ich euch noch selbstgemachte herzchenförmige Schwimmkerzen. Dafür schmelze ich hier die Teelichter einmal ein. Aber vorher nehme ich den Docht heraus und setze ihn schon mal in die Förmchen hinein. Das sind einfach so kleine Silikonherzchenförmchen. Und die Kerzenwerksstückchen hier, die breche ich bzw. schneide ich gleich ein bisschen kleiner, dann schmelzen sie einfach schneller. Zum Einschmelzen habe ich hier ein hitzebeständiges Gießkännchen. Das ist ein altes Milchkännchen. Und den Wachs schmelze ich über dem Wasserbad ein. Das heißt, ich stelle das Kännchen gleich in heißes Wasser hinein. Und zwar so lange, bis wirklich der gesamte Kerzenwachs geschmolzen ist. Insgesamt habe ich hier jetzt das Wachs von zwei weißen Kerzen und von drei pinken. Wenn der Kerzenwachs dann vollständig geschmolzen ist, muss es schnell gehen und ich gieße einfach die Förmchen jeweils voll.
Die Kerzen sind inzwischen ausgehärtet und ich kann sie ganz einfach herauslösen. Und ich zeige euch die Mini-Schirmkerzen natürlich auch noch im Einsatz. Einfach aufs Wasser draufgeben und schon schwimmt das Ganze. Total niedlich und ganz einfach selber zu machen. Ja, hoffentlich haben euch unsere 5 Ideen gefallen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht nachmachen möchtet, was eurer besten Freundin am allerbesten gefallen würde. Gerne unten reinschreiben in die Kommentare, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr was nachgebastelt habt, könnt ihr uns auch gerne Bilder auf unserer App schicken. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Und ihr könnt natürlich auch Bilder bei Instagram oder Facebook schicken. Und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, lasst uns ein Abo da, klickt auf die kleine Glocke, um kein Video von uns zu verpassen. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.